Es ist die Kulisse, die dieses Spiel hier verdient. Ausverkauftes Haus. Und damit gehen wir rein. Williams und Rari Riguso beim Jump. Kontrolliert den Ball. Huse, das erste Mal Pick and Roll direkt ganz easy durchgegangen. Schlechte Kommunikation da in der Defensive. De Paula und Klepeis versucht sich an der Antwort. Karim Jalo. Jorginho De Paula besorgt die erste Ulmer Führung. Gegen den größeren Karim Jalo. Offensiv-Rebound und dann Kuse für drei. Und da ist er ausgezeichnet. Fast 50% Dreierquote bei Tommy Kuse. Und Tommy Klepeis, der den Dreier reinnagelt. Kann Jorginho De Paula nicht ausnutzen. Oh. Grünlo versucht es mit dem Highlight. Zweites Foul vom MVP-Kandidaten. Das nochmal der Pass von Kuse. Das aber im Fechter regelmäßig spielt, wenn Kuse auf der Bank ist. Joel Aminu. Reeves. Ari Riguso mit dem Highscreen. Wieder die Drop-Defense bei Williams. Noch nicht so ausgeprägt. Fechter da klar besser aktuell. Ferner attackiert das Close-Out von Figueroa. Schwer zu finishen für den Linkshänder. Mit dem stehenden Publikum hier. Die letzten 50 Sekunden für die Ulmer. Tommy Klepeis. Oh, super Anspiel auf Esengue. Auch wenn er hart landet. Super Play. Das war genauso gedacht. Einmal auf Esengue gucken. Der slippt. Und so macht Sari Riguso ziemlich gut. Klepeis. De Paula. And one. Ja. Ballfechter. Tommy Klepeis. Super Extrapass. Sergio Figueroa bedankt sich. Klepeis. Driving away jetzt! Wow! Wo kommt denn der her? Slammt er das Ding nach Hause. Und jetzt Achtung! No look! De Paula! LJ Figueroa, Handoff, Klepeis, Pick and Roll mit Williams. Und dann sieht das eher nach einem Floater aus. Aber Williams weiß, dass er den Dominanz ändert. Oh, super gemacht. Chip Flanagan hat sich da auch einen Ticken wehgetan. Aminu, der den Dreier drückt. Oh, super Zusammenspiel. Spencer Reeves hat Probleme da, eine Option zu finden, löst es dann halt selbst. Super verteidigt, noch besser gemacht gegen Ulm. Aminu. Aminu, extrem schwerer Wurf, muss er machen! Juan Núñez, Pull-up, Dreier ins Gesicht von Aminu. Für ihn, Career High 24, können wir uns auch mal notieren. Dadier auf der anderen Seite mit dem nächsten Highlight. Egal, ob man die Totals nimmt oder die Prozentzahlen, aber dass du gegen Ulm jeden zweiten Rebound offensiv holst, das ist Wahnsinn! Und Joschka Ferner auch nicht mehr ganz so viel hilft. Esengue, ah, super gemacht! Hat die Position gegen Tuse und Jump Switch so ein bisschen verlaufen. Paula Figueroa, da wird gezaubert! Und direkt ist Ulm wieder dran. Völlig richtig. Fechter zu Längen. Hat er vor allem im letzten Viertel übernommen. Das ist ja sowieso das Viertel der Fechtaner. Aber entsprechend Williams
und kleinem Vorteil. Kyuse aus dem Dribbling. Tommy Kyuse. Den dritten erfolgreichen in diesem Viertel. Ich glaube, 7 Punkte sind es bisher in Viertel Nummer 4 für ihn. Und dann ist da Jorginho de Paula. Zum Ende hin aber auch Jorginho de Paula. Super Defense von Trevian Williams auf Virgil Figueroa. Super Defense und danach direkt gelaufen. Trevian Williams. Action geht los mit Klepheis. Tommy Klepheis auf der Weak Side ist De Paula frei. De Paula for the win! Und dass seine Mannschaft auch umsetzt. De Paula leitet diesen Angriff ein. Klepheis mit dem Hochrisikopass. Kyuse. Da ist Joschka Fernandes für 3. Joschka Fernandes für die Overtime. Oh mein Gott. War die Ulmer Ratio von Arena so leise. Kyuse, no look. Ist das der Wahnsinn. Boah, ich hab Gänsehaut. 0 von 2. Und Ulm läuft. Und Ulm läuft mit Figueroa. Haben sie viel zu wenig gemacht. Ubondo hat Probleme. Flanagan, Shotclock läuft ab. Chip Flanagan. Oh, 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 ganz schwieriges Ding. Jorginho, De Paula. Oh, oh, oh. Reeves, jetzt De Paula gegen sich. Flanagan gegen Karim Jallo. Ebundo, De Mossa. Oh! Dreier mit Foul! Eine komplette Top 10 mit diesem Spiel alleine füllen. Zwei unfassbare Klatschdreier. Dreier mit Foul. Posterdunks. Spencer Reeves hat Probleme. Sekunden ticken runter von der Shot Clock. Jetzt muss was passieren. Spencer Reeves! Zur nächsten Führung! Aber darauf warten wir noch kurz, bis zur Verkündung des Endergebnisses. Rastafechter gewinnt eines der verrücktesten Spiele in dieser Saison.